ist schon spät, trotzdem noch früh am Morgen, wenn die Welt sich so dreht, auch in ihren Sorgen, ja, dann steh ich freudig auf und der Tag nimmt seinen Lauf und langsam wird wieder alles klarer. Clara ist 10. Sie hat also kein Auto, kein Moped und sie darf auch noch nicht mit dem Fahrrad auf der Straße fahren. Oft sitzt sie aber bei ihren Eltern im Auto und ist fasziniert. Wenn ihre Mama fährt, weiß sie immer, was zu tun ist. Clara hat sie mal gefragt, woher sie weiß, wo sie hinfahren muss und wer wie schnell fahren darf und wann sie rechts abbiegen darf und wann nicht. Die Mama hat dann gesagt, dass die Schilder am Straßenrand das erklären. Jedes Mal, wenn Clara seitdem in die Schule geht, versucht sie sich vorzustellen, was die Symbole auf den Schildern zu bedeuten haben. Da gibt es eines für Bumerang werfen verboten, ein weißes T auf blauem Grund, also telefonieren verboten, und ein Vater, der mit seinem Kind auf der Straße Fußball spielt. Das muss auf diesen Straßen also auch verboten sein. Im Straßenverkehr gibt es im Großen und Ganzen 3 Arten von Schildern. Verbotsschilder, die sind rund und haben einen roten Rand. Warnschilder, die sind dreieckig, und Gebotsschilder, die sind rund und blau. Verbotsschilder zeigen, was man nicht tun darf. Warnschilder zeigen, worauf man aufpassen muss. Und Gebotsschilder zeigen, was man tun muss. Der Bumerang zum Beispiel bedeutet, dass man an dieser Kreuzung nicht rechts abbiegen darf. Das T steht für eine Sackgasse. Man kann also durch diese Gasse nicht durchfahren. Und das blaue Schild mit dem Fußballspielchen auf der Straße bedeutet, dass dies eine Spielstraße ist und Autos hier nur in Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen. Aber keine Angst, du musst ja noch nicht alle Schilder merken. In der 4. Klasse Volksschule solltest du die Fahrradprüfung für Kinder machen und dort lernst du dann alle Schilder kennen, die du brauchst. Clara hat wieder etwas gelernt. Es gibt also verschiedene Arten von Schildern. Sie geht nun noch aufmerksamer durchs Leben und malt sich aus, was denn die Schilder bedeuten könnten. Was ein Kamel am Boden bedeuten könnte. Oder ob man bei diesem Schild ständig im Kreis fahren muss. Sie denkt nach, doch sie kommt nicht drauf. Und dann denkt sie sich, bis sie endlich den Führerschein machen kann und all diese Schilder kennen muss, wer weiß, ob es bis dahin nicht schon andere Schilder gibt wie Vorsicht, Roboter kreuzen oder Aliens voraus. Der Weg zur Schule ist voller Dinge, er ist immer gleich, ob ich träume oder singe. Man sagt mir, gib doch Acht und schau, so was die Straße macht, danke denn so. Wird alles klarer. Yeah.